Die katholische Kirche in Deutschland steckt in einer tiefen Krise. Welche Konsequenzen ziehen die Kirchenoberen aus den Fällen sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche? Der Kölner Erzbischof Wölki steht besonders in der Kritik, weil er ein Gutachten zum Thema zurückhält und ein neues Mitte März veröffentlichen will. Er hatte Aufklärung ohne Tabus in Aussicht gestellt und bislang nicht geliefert. 4 Tage hat die Deutsche Bischofskonferenz beraten, wegducken geht nicht länger. Ein katholischer Gottesdienst in Köln. Nicht nur wegen Corona sind die Reihen gelichtet. Im größten Erzbistum Deutschlands sind die Ämter mit Terminanfragen für Kirchenaustritte überlastet. Ein Grund? Kardinal Rainer Maria Wölki hält seit Oktober ein Gutachten zu sexualisierter Gewalt gegen Kinder in seinem Bistum unter Verschluss. Er hatte es 2018 selbst bei einer Kanzlei in Auftrag gegeben. Doch nun sagt er, es sei nicht rechtssicher. Dabei hatte Wölki versprochen, Namen von Verantwortlichen zu nennen, nach jahrzehntelangem Vertuschen. Doch mit genau diesem Vorwurf wird er selbst seit Wochen konfrontiert, zumal er Anschuldigungen gegen einen inzwischen verstorbenen Priester nicht weitergemeldet haben soll. Ich finde das nicht redlich, eine Studie zu machen über Missbrauch und die dann unter Verschluss zu halten, weil einem das Ergebnis irgendwie möglicherweise nicht gefällt. Ich finde, das nimmt jetzt Ausmaße an, die kann man einfach nicht mehr akzeptieren. Der Umgang mit der Aufarbeitung im Erzbistum Köln stört die Aufarbeitung von sexueller Gewalt in der katholischen Kirche insgesamt. Es entsteht viel Skepsis statt Vertrauen. Jeder Kirchenaustritt tut weh. Und wir nehmen ihn wahr als eine Reaktion auf ein skandalöses Bild der Kirche, das wir derzeit abgeben. Wölki räumt Fehler ein. Und er hat ein neues Gutachten in Auftrag gegeben bei einem Strafrechtler, der mehr als 200 Fälle aus dem Erzbistum Köln untersucht habe. Am 18. März will Wölki dieses Gutachten veröffentlichen. Es werde einlösen, was er versprochen habe. Aufklärung. Katholische Frauen, die sich in der Reformbewegung Maria 2.0 engagieren, fordern schon lange Aufklärung. Andrea Voss-Frick ist eine der Sprecherinnen. Haben Sie den Eindruck, dass Ihre Forderung von den deutschen Bischöfen gehört wird? Ja, sie ist ja kaum zu überhören. Gehört wird sie sicher. Die Frage ist, welche Konsequenzen daraus gezogen werden. Und es klang ja auch gerade im Bericht schon an, wir sind ja nicht die Einzigen, die mit der Art und Weise und auch mit der Dauer, die diese Prozesse alle dauern, unzufrieden sind und immer wieder daran erinnern, dass immer noch nicht genug geschehen ist. Was hätten Sie jetzt aktuell von der Frühjahrstagung der Bischöfe erwartet zum Thema sexualisierte Gewalt? Also unsere Erwartungen zu formulieren ist immer schwierig, weil im Grunde sind wir ja mittlerweile gewöhnt, nicht allzu viel zu erwarten. Was wichtig ist, ist ein tatsächliches Einsehen des Leids und der Schmerzen, die diese Kirche den Menschen zugefügt hat. Und ich frage mich immer, also die Frage, die die Bischöfe immer versuchen zu beantworten, ist, wie können wir Vertrauen zurückgewinnen? Das heißt, es ist immer noch so, dass der Fokus auf der Kirche liegt. Und der Fokus muss aber auf den Betroffenen liegen. Das heißt, die einzige Frage, die legitim ist im Zusammenhang mit der Aufarbeitung, ist das Zugehen auf die Menschen, die von dieser Kirche verletzt worden sind an Leib und Seele, und sie zu fragen, was willst du, dass ich dir tue? Und von dieser Frage ausgehend hat Aufarbeitung stattzufinden und nicht von der Frage ausgehend, wie können wir Glaubwürdigkeit wiederherstellen? Wie können wir Kirchenaustritte stoppen? Wie können wir für die Menschen wieder attraktiv werden? Verstehe ich Sie richtig? Sie vermissen Empathie, Mitgefühl bei den Bischöfen. Das auf jeden Fall auch, die Geschichten der Betroffenen sich anzuhören. Wir kriegen immer noch regelmäßig Berichte von Betroffenen, die sich an die Kirche wenden und denen nicht Gehör geschenkt wird, auch wenn es natürlich immer anders heißt und dass die Dinge alle sich geändert haben. Aber es machen nach wie vor Betroffene genau diese Erfahrungen mit Kirche, die sie die ganzen Jahrzehnte schon machen. Und da scheint sich nicht wirklich fundamental etwas zu ändern, eben weil es immer noch nur um die Institution geht. Es ging beim Vertuschen
nur um die Institution. Und jetzt bei der Aufarbeitung scheint das leider an vielen Stellen auch der Fall zu sein. Und da ist Köln auch nur die Spitze des Eisbergs. Da würde ich Herrn Betzing sogar recht geben. Der Fokus auf Köln ist verkehrt. Es läuft ja nicht in den anderen Bistümern so viel besser. Mit Beate Gillis, sprechen wir das noch kurz an, hat die Bischofskonferenz zum ersten Mal eine Frau als Generalsekretärin gewählt. Ist das für Sie ein Zeichen von Reformwillen? Also erstmal gratuliere ich ihr natürlich recht herzlich und wünsche ihr viel Kraft für die Zusammenarbeit mit so vielen Männern. Ich gehe davon aus, dass die Bischofskonferenz die Frau Gillis auf diesen Posten gehoben hat, weil sie eine kluge und kompetente Frau ist. Das ist natürlich ein Zeichen, ein Symbol, das vielleicht auch viele gebraucht haben jetzt und das auch viele vielleicht ermutigt. Aber im Grunde ist es eine Selbstverständlichkeit und dafür müssen wir nicht jetzt in großen Jubel ausbrechen. Aber ich freue mich für Sie sehr. Herzlichen Dank, dass Sie heute für uns Zeit hatten. Vielen Dank, Andrea Voss-Frick von der Initiative Maria 2.0. Dankeschön.